Mimimi. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruff. Ich bin hier gerade am Wuseln, hört ihr es? Ich habe nichts gemacht. Aber jetzt greifen sie auf einmal wieder an. Ernten, ich will nicht ernten. Jetzt greifen sie auf einmal wieder an. Guck, da haben sie auch schon weggefressen. Unglaublich. Dann bin ich zum anderen die ganze Zeit hier am Wuseln, sammle die Eier auf. Es sind einige Batterien wieder leer. Und mache das. Und das habe ich jetzt die ganze Nacht über gemacht. Zusätzlich noch geschmolzen. Hier seht ihr es, hier geht gleich die letzte Schmelze aus. Und ich bin natürlich auch immer noch am Kochen. Warum? Keine Ahnung, weil ich es kann. Nein, ich habe, seht ihr ja, ein bisschen noch die Nacht durchgekocht, weil ich mir dachte, okay, wenn die jetzt sowieso auf die Insel gehen, dann machen wir uns das bei Tag machen. Und jetzt ist Tag. Versteht ihr? So, das heißt, wir sortieren uns. Oder sollen wir kurz warten? Wir sortieren uns. Nee, warte mal kurz. Ich muss mich ja auch erstmal vorbereiten. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Bevor man auf die Insel geht, bereitet man sich vor. So, das heißt, wir brauchen eine Schaufel. Wir brauchen ein Fanggerät für die Tierchen. Und dann sind wir nämlich hiermit ausgerüstet. Und jetzt ist nämlich auch fertig mit dem Kochen. Und ich habe fast alle Schüsseln verbraucht, Leute. Das heißt, wir könnten jetzt also doch noch mal Schüsseln produzieren. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon sehr gespannt, ob es vielleicht auf dieser Insel besondere Tiere gibt. Das wäre natürlich mega, ne? Mega. Flop, flop. Hat jemand von euch gerade Flop mitgemacht? Ach komm, ich mache da einfach jetzt mal weiter. Ich tue das mal da kurz zwischenlagern. Dann ist alles gut. Gegessen habe ich, deswegen kann das alles weg. Und das Holz kann ich ja auch da rein tun. Das tut ja auch nicht weh. So. Dann lass mal gucken, was diese Insel für Geheimnisse birgt. Das ist auf alle Fälle ein Schwein. Ich habe gerade gedacht, habe ich mich verguckt? Weil das hinter dem Baum stand, ne? Aber nein, ich habe mich nicht verguckt. Und auf dieser Insel natürlich, wenn nichts anderes passiert, eine relaxte Geschichte, die kommen keine zwei Schweine gleichzeitig entgegen. Wie gesagt, es kann auch alles noch was anderes passieren. Wir sind auch schon drei Schweine auf einmal begegnet. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Verschossen, mein Freund. Vergibst du mir nochmal? Ja, wunderbar. So, wie gesagt, hier auch eine Geschichte. Wäre eine schöne Geschichte, wenn wir die Pfeile wieder einsammeln könnten, irgendwann demnächst so. Der Pfeil ist jetzt auch wieder verbuggt. So, und wie gesagt, denk dran, nimm alle Blumen mit, die du sehen kannst. Aber kann das nicht sein, dass das die Insel ist, wo es keine Blumen gibt? Das wäre natürlich mies, ne? Ich glaube, das ist die auch. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Oder ob das so von den Entwicklern gewollt ist. Oder ob sie es vielleicht auch vergessen haben. Kann ja auch sein. Sind ja auch nur Menschen.
Du erhältst ja eigentlich immer Blumen. Nur auf dieser großen Insel nicht. Keine Ahnung. Pilze. Wir nehmen natürlich auch diesmal wieder alle Beeren mit. Wir haben ja gerade fast alle Beeren verkocht. Und wir versuchen natürlich jetzt alle Beeren mitzunehmen. Das war gerade ein komisches Geräusch. So. Der Adler kreist auch nicht über uns. Könnt ihr euch noch an die Folge erinnern? Das war erst vor kurzem gewesen. Ach du Scheiße, habt ihr es gerade gehört? Es hat gerade gedonnert bei mir. Ach du heiliger Strohsack. So, muss ich gleich mal nachgucken. Ach du heiliger. Hoffentlich war es wirklich ein Donner und nichts anderes. Nee, stopp. Nee, anders. Wir laufen hier runter. So, und jetzt ist halt die gute Frage. Nehmen wir es mit oder nicht? Weil wie du siehst, ist es kein besonderes, aber es könnte natürlich, aua, ein großes sein, ne? Ich glaube sogar, es ist ein großes. Ja, so. Nehmen wir mit, überprüfen wir. Ja, es ist ein großes. Siehst du beim Tragen schon. Wenn fast auch der komplette Hals weg ist, es ist ein Riesenlama. Es ist zwar kein besonderes, aber es ist ein Riesenlama. Und wir haben hier keinen Riesenlama mehr. Von daher, Mika. Loot, Baby, Loot, ihr Lieben. Hat sich doch schon wieder rentiert. Aber schon Namen. Alter, das ist riesig. Pass auf. Das ist die Beatrix. Wird aber nicht so geschrieben in Wirklichkeit, gell? Ach, ist ja auch egal. Die Beatrix. So, erledigt. E. Und falls ihr es seht, mal gucken, wo noch ein Lama ist. Das ist auf jeden Fall ein Mini-Lama. Geht ihr mal zueinander? Oder muss ich dich tragen? Das ist natürlich heftig, jetzt nebeneinander die zwei zu sehen. Weil das eine ist ja wirklich klein und das ist riesig. Nee, das ist ein normales. Das ist sogar ein normales und das ist ein Riesen. Und das ist ein Mini. Seht ihr den Unterschied? Also, wie gesagt, hat sich doch schon wieder rentiert. So, ich möchte aber wirklich alles komplett auf dieser Insel mitnehmen. Und deswegen, also schwarze Ziege natürlich nicht, aber hier oben sind nämlich noch Bären. Ja. Und das tut ja nicht weh und Wassermelone auch noch. Aber wie ihr seht, Blumen gibt es leider auf der Insel überhaupt nicht. Also gar nicht gut eigentlich, ne? Juhu! Voll daneben. So. Alles klar. Mein Freund. So, kann ich den einen Kopf? Kann ich. Der kommt da schon mal rein. Wunderbar.
Was mache ich denn jetzt damit? Kann ich doch auch verarbeiten, ne? Oder? Guck dir das mal. Das ist doch auch nicht normal, oder? Komm, dann tut es noch dazu. Ach du heiliger Strohsack. Ach, hier sind wir auch fertig. Sehr gut. Dann lade ich mal voll. Aber das funktioniert so nicht. Nee, klappt auch noch nicht. Jetzt klappt's. Ja, ich will halt... Oh, Entschuldigung. Ich will halt noch ein bisschen... Noch so ein kleines bisschen und so will ich weiter kochen. Es ist halt auch mal schön, alles zu benutzen. Wir haben ja schon ewig lange nicht mehr gekocht. Genauso tun wir auch selten schmelzen. Und es ist schön, dass du einfach auch mal wieder solche, die Sachen halt benutzt, ne? Alter, das donnert schon wieder. Aber wie? Ich glaube, die Welt geht gerade unter bei mir. Okay. So. Ich würde sagen, jetzt reicht's, oder? Dann sortieren wir uns nämlich hier weg. Dann haben wir immer noch ein bisschen was in der Tasche. Und falls irgendwann mal neue Rezepte kommen sollten, dann sind wir am Start, würde ich sagen. So. Alle Monks. So, könnten wir auch ein bisschen mehr machen, ne? Netzkanister. Wir schießen zwar nie daneben. Sind halt auch GOHT, aber weißt ja, wie es ist. Kann ja dann doch manchmal was passieren und kommen, ne? So, Glibber. Glibber ist klar. Glas ist klar. Glas habe ich doch. Und Mini-Metall habe ich. Aus Versehen. So, Seetang. Hier unten. Sand. Ich sortiere schon weg, als ob ich fertig bin, gell? Eigentlich bin ich noch gar nicht fertig. Steine. Aber wir könnten ja rein theoretisch noch mal tauchen. Schrott. So, Federn und Seile. Das machen wir doch schön, oder? Wundervoll. So. Alter, das donnert. Ist gerade voll irritierend. Das ist sau laut und dauert voll lang. Aha, aha, aha. Habe ich dich gerade beim Picken gestört? So. Dann mach das da mal rein. Und da. Und hier. Ach, das Leder habe ich gar nicht abgelegt. The Leather. Auf Hessisch. Das war Hessisch. The Leather. So, ist es gleich fertig? Jo. Apropos. Die brauchen wir ja. So, dann wird noch einmal gekocht. Wie
wie viele Schalen brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Genau. Lass uns nur noch ein paar Schalen herstellen. Ton. Ist ja schnell gemacht. So. Weg damit. Weg damit. So. Was wollte ich noch machen? Genau. Netzwerfer. Stein und Seil. Seile haben wir zu Genüge. Stein. Ich habe gerade überlegt, wie viel ich produziere. Und explosives Pulver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ist gut. Da haben wir nämlich auch erstmal unsere Ruhe. Wir sind heute so gut. Darf man das eigentlich über sich sagen? Ja, gell? Man kann sich auch mal selber loben. So, das passt. Ja, jetzt geht halt die Möwe ab, ne? Wir hatten die ganze Zeit Ruhe gehabt. Und ich wollte schon sagen, ich bleibe für immer in diesem Spielstand. Und jetzt geht sie wieder ab. Also ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Vielleicht hat sie auch geschlafen, war in der Berufsschule. Gibt ja viele Möglichkeiten, gell? Wish you were here. So. Ab geht die Luzi. So, hier passt alles noch. Wir waren schon lange nicht mehr beim Kraftstoff. Es ist ja dunkel. The Kraftstoff gab nur 3. Ist natürlich nicht so gut. Dann mach mal weiter. Damit du fertig wirst. So, dann haben wir 2 Fische. Und das. Ach so, warte. Wir brauchen ja auch Honig. So, hier kannst du aber den Kopf reintun. Und hier kannst du den Kopf reintun. Und kannst du jetzt noch, genau, ein bisschen davon voll machen. Die Eier noch dazu packen. Mika. Zack. Alter, was donnert das? Das hört ihr doch bestimmt, oder? Das ist doch sau laut. Oh mein Gott. So. Mika. Das bedeutet, Schüssel schon weg. Essen wegsortieren. Das auch wegsortieren. Und jetzt könnten wir ja noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Unter Wasser looten. Ich frage mich halt gerade, wo die anderen Fische sind. Also 2 Fische haben wir ja bekommen in der letzten Folge. Da haben wir schon ein bisschen unter Wasser vorgelootet. Aber wo sind die anderen denn? Und weißt du, was das Doofe ist? Dass die Fische noch durch den Felsen schwimmen. Und du noch keine Kontrolle darüber hast. Von wo sie kommen. Also rein theoretisch
Ist es, glaube ich, nicht gewollt von den Entwicklern. Kann ich mir doch sehr gut vorstellen, oder? Das ist doch nicht normal. Hier waren doch immer drei. Und nicht nur zwei. Oh nein. Oh nein. Der Hai hat uns gesehen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Alter, es donnert schon wieder. Boah, ist voll gespenstisch eigentlich. Ein Sommergewitter. Gewitter! So, ich dachte mir doch, hier muss doch noch irgendwo das Zeug hängen. Geh mal hoch. Save dich mal. Hier. So, jetzt kannst du noch mal reinspringen und dir auch das da holen. Ach, da oben ist auch noch was. Sag mal, das gibt's nicht, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nicht sterben. Dann muss ich wahrscheinlich zwei nehmen. Klong. So, und jetzt sollten wir überleben. I want to be alive. Want to be alive. So. Ja, ich meine, das ist jetzt so eine Insel, das ist alles so ein bisschen oberflächlich, nett. Was wollte ich sagen? Es ist alles so ein bisschen weitläufig, ne? Und deswegen, ich loote hier mehr oder weniger auch nur oberflächlich. Weil es einfach zu viel Zeit ist, was du da hier, also nicht gerade vergeudest, aber da bin ich lieber weitergefahren auf eine kleine Insel, weißt du? So, nee, stopp, das ist nett. Ditte, Schmutzsteine, Ton. Dann haben wir Sand. Nein. Seetang. Ich muss mir auch dringend mal überlegen, was wir machen, wenn es voll ist. Die Seetangkiste, ne? Dann holen wir uns noch was zu trinken. Gehen noch mal kurz zum Honig. Dann haben wir auch diese Mission erfolgreich erledigt. Mega. Oh, guck mal hier. Boah, du. Kleiner. Piep.
Das hast du jetzt davon. Und du auch. So. Siehst du, das ist so ein schöner Abschluss. Mal was zu futtern besorgt. Was eine Not. Es gibt immer was zu tun. Ejo, ejo. So. Mika. Dann sage ich jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir gucken mal, wo wir als nächstes hinkommen. Wie gesagt, Basagatan ist ja auch noch offen. Machen wir das? Rezepte holen in Basagatan? Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann.